Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit dem One Piece Kapitel Review zu One Piece Kapitel 927 mit dem schönen Namen Otoko di Kamuro. Möglicherweise bekommen wir in diesem Kapitel endlich eine der Theorien über Orochi bestätigt. Und ich glaube, ich habe Momonosukes kleine Schwester Hiyori gefunden. Fangen wir aber erstmal am Start an. Zuallererst bekommen wir eine Coverpage von Oda, die er wieder für einen Fan gezeichnet hat, in der Garp mit einem Bären um einen Lachs kämpft. Dann sehen wir Frankie, Lysop, Sanji und Robin, wie sie etwas von Sanjis Soba essen. Plötzlich tauchen drei Leute von Kiyoshiro, dem Handlanger von Orochi, auf und zerlegen Sanjis Essensstand. Ein kleines Mädchen, welches da war und sich ein bisschen Soba holen wollte, fängt auf einmal an zu heulen. Das macht natürlich Frankie und Sanji sehr, sehr wütend. Ja, kurz darauf zerlegen sowohl Frankie als auch Sanji die drei Handlanger. Sanji hat noch ein bisschen was von dem Soba übrig und gibt es dem kleinen Mädchen, welches sich extremst darüber freut und sich erstmal mit dem Namen Toko vorstellt. Toko ist eine Kamuro und für alle, die jetzt nicht wissen, was eine Kamuro ist, Kamuros sind kleine Mädchen, die trainiert werden, irgendwann Kortesanen zu sein. Eine Kortesane ist eine Dame mit hohem sozialen Status, welche mit reichen und wichtigen Menschen Sex hatte für Geld. Bei uns würde man das eher Edelnutte bezeichnen. Das heißt, Toko ist eine Edelnutte in Training. Ein kleines Mädchen. Oder was machst du? Wow. Okay. Plötzlich taucht Robins Lehrerin auf und sagt, dass Robin auf dem Bankett von Orochi eingeladen ist. Natürlich freut sich die Strohhutbande darüber, denn endlich können sie ihren Plan in die Tat umsetzen. Die Lehrerin erklärt, dass Kortesanen in Wano extrem hoch angesehen sind. Und es gibt eine Kortesane namens Komurasaki, welche sowas von unglaublich schön sein soll. Plötzlich sehen wir eine Menschenmasse und eine Gruppe von Leuten läuft durch diese Menschenmasse durch. Dabei handelt es sich um Komurasaki, eben erwähnte Kortesane und ihre Gefolgschaft. Was etwas komisch war, da war auf einem Panel einer ihrer Bodyguards. Der hatte so einen Turban auf und hatte irgendwie so eine Lanze oder irgendwie sowas in der Art dabei oder Naginata. Und der sah so ein bisschen aus wie Zoro. Ich meine, wir haben Zoro das letzte Mal gesehen, da war er auf so einem kleinen Bötchen, wo es eben Essen gab und da hatte ihn der Bootsbesitzer gefragt, hatte Zoro denn überhaupt Geld, um zu bezahlen? Und wie wir Zoro kennen, hat er natürlich kein Geld zum Bezahlen. Könnte es sein, dass er jetzt doch irgendwie kurzhändig einen Job angenommen hat als Bodyguard von Komurasaki? Oder Komurasaki ihm vielleicht das Essen bezahlt hat, unter der Bedingung, dass er sie beschützt. Ich meine, so könnte es vorkommen, dass plötzlich Zoro bei Orochi mit auftaucht. Das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Uiuiui, das wäre echt krass. Könnte es doch früher zum Kampf kommen, als eigentlich erwartet. Toko, das kleine Mädchen, geht zu Komurasaki und nennt sie Schwester. Hier müssen wir jetzt aber aufpassen. In anderen Übersetzungen sagt sie nämlich nur Mrs. zu ihr. Das heißt, es ist noch nicht klar, ob die jetzt wirklich miteinander blutsverwandt sind oder nicht. Ich schätze jetzt einfach mal, ich meine, ich kann kein Japanisch übersetzen, aber dass sie einfach nur One-chan genannt hat. Das sagt man sowohl zu seiner echten Schwester als auch einfach zu Leuten, die man halt eben mag. Also es muss jetzt nicht zwangsläufig hier eine Blutsverwandtschaft dabei sein. Einer der Handlanger, die von Sanji und Frankie verprügelt worden sind, geht zu Kiyoshiro und beichtet die ganze Geschichte. Dieser ist natürlich extremst angepisst und sagt, dass der Handlanger schnell mal zu Queen gehen soll, damit dieser seine Assassinen losschickt, um Sanji und Frankie abzumurksen. Okay, Queen ist dann also so der Assassinen-Tipi. Okay. Na gut. Ganz zum Schluss sehen wir hinter einer durchscheinenden Wand, wie Orochi darüber redet, dass er sich Komurasaki schnappen wird. Und alles, was wir sehen, ist seine Silhouette, welche die Form eines 8-köpfigen Drachens hat. Oder einer 8-köpfigen Schlange, je nachdem, wie man sehen möchte. Dies ist wahrscheinlich eine Anlehnung an Yamato no Orochi, genauso wie der Name vom Shogun Orochi ist.
Könnte es hiermit also bestätigt sein, dass Orochi wirklich eine Zoan-Teufelsfrucht hat? Und zwar die mythische Zoan-Teufelsfrucht Echsen-Echsen oder Schlangen-Schlangenfrucht Modell Yamato no Orochi? Und ich hatte ja gesagt, ich glaube, ich habe Hiyori gefunden, denn ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass Komurasaki Hiyori sein könnte. Eine junge, hübsche Dame, möglicherweise so um die Mitte 20 rum. Das könnte ja mit dem Alter von Hiyori passen. Momonosuke war vor 20 Jahren 8 Jahre alt. Hiyori war die kleine Schwester. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Hiyori so um die 4, 5, 6 Jahre alt war, würde das ungefähr bedeuten, dass Komurasaki so 24, 25, 26 Jahre alt ist. Das würde doch hinhauen für eine wunderschöne Frau. Das ist jetzt aber dann nochmal etwas stranger, denn möglicherweise weiß Hiyori die ganze Geschichte und hat sich eben diesen Status als Kurtesane erarbeitet, wenn man so nennen kann, um eben an Orochi ranzukommen, um sich zu rächen. Möglicherweise will sie ihn töten und das ganze Regime stürzen. Vielleicht ist das der einzige Zweck davon. Wäre auf jeden Fall eine krasse, krasse Storywendung, wenn Momonosukes Schwester plötzlich, na, natürlich erwachsen, versucht Orochi zu töten. Irgendwann trifft sie auf Momonosuke und der ist halt so ein kleiner perverser Stöpsel. Und dann hat er so eine wunderhübsche, große Schwester. Schwierig. Nächste Woche ist auf jeden Fall One Piece erstmal wieder in der Pause. Das heißt, nächste Woche gibt es kein Kapitel. Wenn ihr dieses Kapitel aber schon gelesen habt, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr mir sagt, wie es euch gefallen hat. Und zwar einmal hier unten in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich auch über einen Klick auf den Abo-Button. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Haut rein. Ciao.